Ich will nämlich jetzt eine automatische Mana-Farm hier erstmal bauen, die auch einigermaßen gut abgeht, womit wir dann relativ... Let's start again. Moin, jetzt wär's sonst der Besterinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Novus. Und nachdem ich gestern, ja, ein Stündchen Livestream gemacht habe, möchte ich direkt mit euch heute hier in Botania ein bisschen loslegen. Denn ich habe ein bisschen was geplant mit Botania und ich würde sagen, wir machen damit jetzt erstmal weiter. Wir werden jetzt auch demnächst schauen, ey, was machst du denn hier, dass wir auch in Richtung Tier 6 Altar gehen bei Blood Magic. Also macht euch da keine Sorgen, ne, das wird auch weitergehen. Aber erstmal würde ich sagen, fangen wir jetzt mit Botania an, das ist nämlich ganz wichtig. Botania ist, oh, Mystical, oh, ich muss die, glaube ich, mit der Schere abbauen, ne, weiß ich gar nicht mehr genau. Ach nee, die muss man ja so zerlegen, genau. Okay, von denen müssen wir nämlich auch welche nachher sammeln, weil das ist ganz wichtig, wir brauchen die für eine bestimmte Pflanze. Ich will nämlich jetzt eine automatische Mana-Farm hier erstmal bauen, die auch einigermaßen gut abgeht, womit wir dann relativ schnell auf das Portal und dann auf das Gaia-Ritual hinarbeiten können. Für alle, die nicht wissen, was das genau ist, damit beschwört man den Boss aus Botania und ja, ist ganz witzig eigentlich. Müssen wir mal gucken, dass wir da mal in die Richtung gehen. So, ich habe jetzt hier erstmal schon mal so ein bisschen Platz gemacht. Habe ich denn die Schaufel mit vielleicht? Ne, die habe ich anscheinend nicht mit dabei. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz ans ME-System. So, dann müssen wir mal ganz kurz was noch machen. Wir brauchen nämlich Unmengen an Sand. Ich nehme mir da direkt mal jetzt die ganzen Sandblöcke, die ich habe, raus. Den Kram kann ich hier reintun. Dann schauen wir mal eben, da haben wir so die Schaufel. Sehr schön, die brauchen wir nämlich. So, dann packe ich hier das Glas erstmal rein. Oder eher gesagt den Sand und lass den zu Glas werden. Sehr schön. Ja, ist alles gut bestückt. Dann kann man hier nochmal die Hälfte nehmen. Die packen wir hier nochmal rein. So, das nehmen wir nochmal da raus. Und dann muss ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar brauchen wir Bone. Haben wir da welche von? Ja, wir haben genügend Knochen. Da können wir auf jeden Fall ordentlich Bone Meal machen von. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal ordentlich Bone Meal produzieren. Ja. Zack, das kann alles ins ME-System. So, und das auch. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Lapi, ja, haben wir sogar. Lapis Lazuli, sehr schön. Dann brauchen wir doch mal Bone Meal. Genau. Und ich glaube, wenn man das zusammen macht, kriegt man doch, genau. Machen wir mal hier zwei Stacks davon. So, zack, die packen wir wieder rein. Dann brauchen wir noch Tinte. Wie hieß das nochmal? Da sind sie. Wir brauchen Ink Sacks. Ja. Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Da brauchen wir auf jeden Fall auch welche von den Ink-Dingern, also von den Tintensäcken. Ich sag jetzt einfach Tintensäcke. Ich finde, der englische Name, der klingt echt extrem eigenartig. Da machen wir uns jetzt erstmal auf die Suche. Unser Glas, das wird ja eh gerade erst eingeschmolzen. Denn, ich habe es ja gerade schon mal erklärt, ich möchte gerne eine automatische Mana-Farm bauen mit Wasserpflanzen. Also, es gibt ja diese Hydroblumen. Und die sind ziemlich geil und man kann damit eine kompaktere Wasserfarm bauen als mit dem Kram, den ich da hinten mit den Endoflames versucht habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, guckst du, dass du da ein schönes Design und so dir auch überlegst. Und ich habe eine richtig, richtig gute Idee, wie man das bauen könnte. Ja, nur mal schauen. Ach, ich kann übrigens jetzt unendlich lange atmen, dadurch, dass ich ja diese Superrüstung habe. Und hier sind überall Kometen auch noch. Mega nice. Geil. So. Da ich hier Looting auf dem Schwert habe, wundert euch nicht. Deswegen töte ich die jetzt mit dem Schwert hier. Ne, weil das andere, das hat halt kein Looting drauf. Der Cleaver. So, und hiermit kriege ich viel schneller die Tintensäcke. Ne, da haben wir nochmal einen. Den Klatsch war auch weg. Übrigens, ich habe gestern in dem Livestream, falls ihr euch jetzt fragt, was hat der in der Stunde eigentlich gemacht? Weil man hat keinen Fortschritt gesehen. Ich habe die restlichen Herzen, wie ich gesagt habe, mir besorgt. Ich habe jetzt 30 Herzen. Also ich kann mein Leben nicht mehr weiter erhöhen. Denn die grünen Herzen gibt es leider nur im Creative. Vielleicht kann man irgendwas machen im Spiel oder so. So eine Art Challenges oder so, dass wir irgendwelche bestimmten Bosse oder so töten müssen, wo wir die dann als Belohnung durch den Creative oder so bekommen. Das fände ich auf jeden Fall eine geile Sache. Ansonsten, ich weiß ja nicht, ob das zu OP ist, wenn man 40 Herzen hat. Obwohl 30 ist auch schon sehr OP, meiner Meinung nach. Ja. Ich fände es nur geil, wenn man irgendwie an die grünen Herzen auch noch kommen könnte. Bisschen schade, dass die nicht integriert sind. Schade, 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 aber so ist das nun mal leider. So, wir haben jetzt gleich von den Tintensäcken fast einen Stack. Das sollte auf jeden Fall dicke reichen. Ich fahre jetzt so lange, bis ich den Stack voll habe und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Ja, wir haben den auch schon fast voll. Also hier sind richtig viele Kometen im Wasser, ne? Das ist echt heftig. Also hier kann ich auf jeden Fall fleißig... Nee, das ist irgendwie ein anderer. Das ist so ein...
anderer Stein. Das sind gar keine Kometen. Das ist einfach nur so ein Stein. So, die klatschen wir jetzt noch weg und dann mache ich mich auf den Rückweg hier. Ja, komm, da sind keine mehr. Auf geht's, Kevin. Los, los, los. Jetzt wird geflogen hier. Zack, 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 zack. Dann machen wir uns nämlich jetzt erstmal auf den Weg zurück zur Basis. Nee, da geht's nicht nach Hause. Oh, wo muss ich denn jetzt hinfliegen? Ach so, okay. So. Vielleicht sollte ich mir mal mein Haus markieren. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Fällt mir einfach mal so nach bald 50 Folgen auf, dass ich mein Zuhause überhaupt nicht markiert habe. Ich muss eigentlich alles noch markieren hier mit, Dingens. Aua. Oh, die sind schon wieder gewachsen, so wie es aussieht. Ja, aber noch nicht alle fertig. Ich warte immer, bis die alle fertig sind. So, zack, dann packen wir das da wieder rein. So, dann schauen wir mal, wie sieht's hier denn an der Front aus? Okay, hier ist schon mal ein bisschen Glas wieder. Hier auch und hier auch. Sehr schön. Eigentlich ist das total sinnfrei, dass ich jetzt die Teile hier gefarmt habe. Weil eigentlich wollte ich da weißes Glas benutzen für das, was ich vorhabe. Aber ist nicht schlimm. So, wie war das nochmal so, ne? Ja. Dann würde ich sagen, mache ich Hälfte, Hälfte. So, hiervon welche. Und hiervon welche. Ja. Okay, das sollte auf jeden Fall klappen. So, und dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen Glas. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Okay, dann mache ich nochmal weißes davon. So, zack. Sehr schön. Dann brauchen wir als nächstes, ganz wichtig, Dirt. Dirt ist ultra wichtig. Deswegen hier Dirt, zack. Nehmen wir mal ein Stack mit. So, und dann würde ich sagen, fangen wir hier erstmal an zu bauen. Ich würde sagen, ich klatsche die Konstruktion. What the hell? Warum ist hier ein Zombie-Kopf? Wer hat hier einen Zombie-Kopf auf mein Grundstück gebaut? Ich fange hier, glaube ich, an, die ganze Konstruktion aufzubauen. Ja, hier ist eine gute Position. Hier hängt mir auch kein Baum im Weg und alles. Sehr schön. Dann machen wir das hier. Hier werden wir das schön hinbauen. Meine Konstruktion, die ich geplant habe. Da müssen wir jetzt erstmal leider hier die Fackel wegnehmen. Es wird gerade dunkel, so wie es aussieht. Dann gehe ich mal ganz schnell bei Zander noch pennen. Und dann bauen wir die Konstruktion gleich. Ich komme auch gut voran. Ich liege gut in der Zeit. Ich denke, nur die Hydropflanzen, die werde ich in der nächsten Folge erst craften alle. Aber in der Folge werden wir schon mal das, was wichtig ist, machen. Nämlich die ganze Konstruktion aufbauen dafür. So, und dafür nehmen wir jetzt erstmal weißes Glas. So, und da müssen wir jetzt schauen. Also, wir machen hier, 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 hier und hier, hier, hier Glas hin. Dann brauche ich jetzt Eimer. Ich brauche Wassereimer. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken hier wegen Bucket. So, da haben wir 7 Stück. Die sollten dicke reichen mit denen in Kombination. Ja, die machen wir mal schön mit Wasser voll. Das können wir wegschmeißen. Das brauche ich nicht. Zack, dann sammle ich hier jetzt erstmal schön Wasser ein. Denn wir müssen unendliche Wasserquellen machen quasi. Ja. Zack, zack, zack. Ja, hat geklappt. Sehr schön, dann machen wir die wieder schön voll. Zack, 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 zack. Gut, und dann gehen wir hin. Jetzt kommt hier Glas hin. Das Doofe ist, ich habe keine Silk-Touch-Spitzhacke. Das heißt, ich werde jedes Mal ein Glas von dem Blauen zerstören müssen. Und bei den Weißen sogar mehrere. Das ist ein bisschen dumm. Aber leider muss ich damit leben. Ich habe keinen Silk-Touch. Das ist echt für mich dumm gelaufen. Aber gut. Ich werde es überleben. Ich kann mir ja gleich nochmal ein bisschen Sand besorgen. Und kann da nochmal ein bisschen Glas abbrennen lassen quasi. Das wird rucki-zucki gehen. Das ist kein Problem. Sand besorgen geht wirklich schnell. So. Ah, 2. 2 weiße werde ich immer kaputt machen. Pro Ebene. Solange. Oh, scheiße. Ich sollte mich nur nicht verbauen, weil dann ist das echt ein bisschen doof. So, und dann kommt hier wieder das hin. Zack. 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 Sehr schön, das haben wir auch. So, dann nehmen wir wieder unsere Wassereimer. Einer da, einer hier und einer hier. Ja, okay, das hätte eigentlich schon eben gepasst, so wie es war. Wir brauchen nämlich eine unendliche Wasserquelle immer. Das ist ganz wichtig. Das muss so eine unendliche Wasserquelle sein, sonst funktioniert das nicht. So, dann müssen wir jetzt gleich mal ganz kurz die Ebenen durchziehen. Ich glaube, das war es dann auch schon. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann machen wir jetzt wieder hier weißes Glas. Zack. Und hier
auch wieder weißes Glas. So, und dann so, 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 so. Gut, dann gucken wir jetzt ganz kurz, ob hier hinten schon mal wieder ein bisschen was weiter abgebrannt ist, ne? Ja, sehr schön. Da haben wir ordentlich Glas nochmal bekommen. Saugeil. Gut, damit können wir auf jeden Fall nochmal ordentlich was anfangen. Zack, dann klatschen wir das mal da rein. Dann machen wir hier wieder ein bisschen davon. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal was. Ja, mache ich hiervon nochmal ein bisschen was. Von dem blauen verbrauche ich ja nicht so viel eigentlich. Also da geht immer nur einer kaputt pro Ebene. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so tragisch. Sehr gut. Es könnte sein, dass das Glas sogar hinhaut, Leute. Das kann sogar sein, dass das hinhaut mit dem, was ich jetzt habe. So, dann kommt jetzt wieder Wasser hier hin. Zack. 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 Ja. Okay. So, dann sammeln wir jetzt erstmal schnell wieder Wasser ein. So. So. So, das haben wir auch. So, und dann kommt jetzt hier blaues Glas hin wieder. Aber jetzt kommt ein kleiner Unterschied. Wir lassen eine Lücke frei. Denn das kommt so. Jetzt nochmal nachzählen. Also, hier haben wir eben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da muss nämlich ein Mana Spreeder hin. Den kann ich jetzt schon mal da hinten holen gehen. So, dich brauche ich, Kollege. Bau dich mal ab eben. So, zack. Dann können wir auch schon mal direkt hier so einen Mana-Pool mitnehmen. Ich weiß gar nicht, werden die leer, wenn man die abbaut? Ich glaube ja, ne? Die werden, glaube ich, leer, wenn man die abbaut. Mal eben testen. Ja, der ist jetzt leer. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Mana transportieren machen kann. Dann gibt es ja auch irgendwelche Methoden auf jeden Fall für. So, den setzen wir dann jetzt hier hin, genau. So, dann kommt das hier. So, dann machen wir hier nämlich erstmal so ein Teil hin. Und dann setzen wir den da drauf. Dann können wir das Ding wieder abbauen. Zack. So, und dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter mit dem, was wir eben die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt kommt wieder Dirt. Oh. Hier kommt wieder Dirt. Hier kommt wieder Dirt. Und hier kommt wieder Dirt. Und jetzt brauchen wir wieder unser weißes Glas, genau. Zack. Zack. Und dann kommt hier das Glas hin. Sehr geil. Also wenn wir jetzt einen Turm in der Folge fertig kriegen, dann ist das natürlich geil. Aber ich muss die ganze Konstruktion gleich nochmal auf der anderen Seite aufbauen. So. Zack. 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 Okay, das haben wir eigentlich schon. Haben wir schon eine unendliche Quelle draus gemacht. So, und dann setzen wir jetzt hier das ganze Glas dran. Vielleicht schaffe ich es noch in der Folge, die andere Konstruktion anzufangen. Das wäre natürlich mega nice. So. Zack. 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 Dann haben wir das auch. So, dann gehen wir hier hin. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber nicht schlimm. Ich habe so viel Glas noch da hinten drin. Sollte noch reichen. So, so. Und dann so. Und dann wieder Wasser. Wasser ist wichtig. Die Essenz des Lebens, Wasser. Okay, hat gereicht. Dann machen wir die Eimer erstmal zusammen. Dann können wir nämlich jetzt wieder mit allen so zack, 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 alle wieder voll machen. Sehr schön. Und dann zählen wir nochmal durch. 1, 2, 3. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Das heißt, dann können wir hier noch ein Glas hinsetzen. So, zack. Zack, zack. Es wird auf jeden Fall gut funktionieren, was ich hier vorhabe. Glaubt es mir. Ich habe es nämlich vorher im Singleplayer getestet. Und das ist echt eine super gute Mana-Farm. Also die geht echt steil auf Dauer hin. Dauert natürlich trotzdem was länger, aber die geht gut ab, die Farm. So. Zack, das nehmen wir wieder mit. Und jetzt müssen wir wieder mit weißem Glas arbeiten hier. Also wieder so. Die Erde nehme ich natürlich auch mit. Und hier auch so. Zack, 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 zack. Dann hier. Und hier und hier und hier. Sehr gut. Dann setzen wir hier schön die Sachen an die Seite. Sehr geil. Nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier oben wäre Ebene 6. Das macht keinen Sinn, da jetzt noch was hinzuklatschen. Deswegen lassen wir das so. Und dann könnten wir eigentlich jetzt schon hier gegenüberliegend anfangen. Wichtig ist, da müssen wir einen freilassen. Also quasi muss das so aufgebaut werden jetzt. Mhm. Ach Gottchen, jetzt musste ich mal niesen. So. So, jetzt nehmen wir hier erstmal das ganze Glas raus. Zack, zack. Sehr schön, das haben wir auch. Dann machen wir auf jeden Fall ordentlich Weißes wieder. Und ich würde sagen, hier von der Hälfte mache ich nochmal Weißes. Weil das Blaue reicht dann doch schon sehr weit aus immer. Ja.
Und von dem Rest, was jetzt rauskommt, kann ich ja nochmal dann Blaues nachher machen. Genau, jetzt brauchen wir wieder Wasser. Das kommt hier wieder rein. Vielleicht schaffe ich sogar in der Folge noch den anderen Turm fertig zu bekommen jetzt hier. Das wäre natürlich mega geil. Wow. Weg mit dir. Lass mich in Ruhe. So. Gerade zu tun. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Sehr schön. Dann kommt hier wieder Erde hin. Oh. Hier kommt auch Erde hin. Hier auch. Und hier auch. Oh. Dann kommt hier Glas hin. Zack, zack. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Kevin, halt dich an die Regeln. Anders geht's nicht. So. Genau. Oh, Mensch. Sollen ja Unsinn. Dann machen wir hier wieder Wasser hin. Oh, ich muss mir wieder Eimer holen. Also Wassereimer machen. Die brauchen wir immer, ganz wichtig. Zack, 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 zack. Sehr schön, das Wasser haben wir auch. Oh, das reicht schon. Ja. Gut, dann kommen jetzt wieder hier Glasteile hin. So. Dann kommt das wieder hin. Ganz wichtig ist, ich habe ja euch gerade gezeigt, die dürfen nur einen Abstand von 6 maximal haben. Denn so einen Mana-Spreader oder Spreeder, der nimmt nur in einem Radius von 6 Blöcken Blumen an quasi. Und deswegen muss man die Türme am besten, so wie ich das jetzt gerade mache, bauen. Aber eigentlich könnte ich sogar noch einen mehr bauen, ne? Immer hier. Ich könnte immer eine Pflanze noch hier zwischenknallen. Das müsste eigentlich klappen. Könnte ich eigentlich mal nächste Folge machen, Leute. Dass ich ja hier da... Ach nee, geht gar nicht, weil da Glas ist. Das geht gar nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Der Kevin, der Dummkopf wieder. Dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Dann so. Zack, zack, zack. Ich hab schon wieder. Ja, ich weiß, Leute. Ich weiß. Ich bin wieder spendabel mit dem Glas heute hier. Ich hab ja so viel von dem Weißen. Deswegen bin ich da so spendabel. So. Dann kommen hier wieder die Teile hin. Also Erde. Genau. Kommt auch Erde hin. Hier abbauen. So, und dann kommt jetzt wieder blaues Glas. Aber wichtig, wir müssen hier in der Mitte das freilassen, weil da kommt wieder ein Mana-Spreeder hin. Da müssen wir mal ganz kurz schauen, wie ich den nochmal gebaut hatte. Mana, so, Spreeder. Wie hat man den nochmal gebaut? Wir brauchen Living Wood, wir brauchen Gold und ein Mystical White Dingsbums-Teil. Gucken wir mal eben. Living Wood haben wir sogar. Ja. Gold haben wir. Und dann Mystical White. Ja, da haben wir's. Zack, dann haben wir unseren zweiten Mana Spreeder. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, das ganze Glas holen wir hier auch nochmal raus. Sehr schön. Dann haben wir genug wieder. Dann können wir daraus erstmal wieder Blaues machen. Von dem Weißen habe ich ja noch was. Ja, machen wir hier nochmal 2 Stacks von dem Blauen. Vielleicht habe ich ja Glück und es reicht sogar bis zum Ende jetzt. Müssen wir mal gleich schauen. So, und dann kommt hier... Nein. So nicht. Nein. So nicht. Ach, muss ich dich jetzt wirklich erstmal wieder abbauen? Dein fucking Ernst, ey. So. Zack. Zack. Und dann kommt der. So. Dann bauen wir den Dirtblock wieder ab hier. So, und dann gehen wir hier hin. Zack, zack, zack. Bauen die Teile wieder so. So, so. Und hier machen wir wieder dasselbe. So, so, so. Zack, bauen das ab. Dann kommt hier wieder Wasser an die Ecken. Ja, dann müssen wir die Eimer wieder voll machen. Anders geht's leider nicht. So. Dann haben wir das auch. So, und dann kommen jetzt hier wieder... Nein! Mist! Ah, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Glas noch holen. Das machen wir dann in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon sehr nah am Ende mittlerweile. Heute werde ich das nicht mehr schaffen. Aber ich habe fast beide Türme fertig. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Dann werden wir in der nächsten Folge die nämlich in Betrieb nehmen und automatisierten, also dann mit einem Chunkloader, Mana produzieren lassen. Oh, apropos Chunkloader.
Ach, die liegen noch im selben Chunk. Sehr gut. Aber ich kann den ja eh ein bisschen größer stellen. Ich kann den ja auf 5 Chunks stellen. Also ist das eigentlich, muss ich mir gar keinen Kopf drum machen. Ne. Was ist das? Ausstellen. So, sehr gut. Ja, dann machen wir noch ganz schnell hier jetzt so weit, wie ich kann. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende, meine Freunde. So, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, mir fehlt sogar nur... Ey, mir fehlen nur 2 blaue Glas. Lol. Wenn ich das eine nicht verschwendet hätte, wäre es sogar nur 1 gewesen. Ne, mir fehlen 3. Aber das ist nicht so tragisch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das erste Mal mit der heutigen Folge von Novus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid gespannt auf die nächste Folge, wenn wir dann das ganze Konstrukt hier in den Betrieb nehmen werden. Das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder ein Däumchen nach oben da lassen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ansonsten, ja, sehen wir uns zur nächsten Folge von Novus. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und baue hier eben noch das Glas ab und lock mich aus. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.